¿Cómo quieres que trabaje siendo la comida poca? Cuando uno no ve delante nada que echar a la boca. Muchas gracias, señor Morales, por dedicarnos su tiempo. Para empezar, nos gustaría que... Vielen Dank, Javier Morales, dass Sie uns Ihre Zeit widmen. Würden Sie bitte in kurzen Worten mitteilen, wie Ihr politischer Werdegang war und welche Aufgabe Sie aktuell im kanarischen Parlament haben? Ich begann 1985 als Landwirtschaftsingenieur in der irenischen Regierung zu arbeiten und 1993 habe ich mich für die Wahlen präsentiert. Ich habe verschiedene Regierungsperioden durchgemacht, jeweils 4 Jahre, erstmal in der Landwirtschaft, dann in der Forstwirtschaft und zum Schluss in der Planifikation von der Inselregierung El Hierro. Danach war ich 4 Jahre lang in im Außenministerium tätig und im Moment bin ich Parlamentsabgeordneter in der kanarischen Regierung, Abgeordneter für die Insel El Hierro. Würden Sie uns bitte jetzt über den grünen Weg der Insel El Hierro etwas mitteilen? Die Insel El Hierro hat schon zu Beginn der 80er Jahre sich stark gemacht, die Landwirtschaft, die Viehzucht und die Fischerei zu stärken. Das war zu einer Zeit, als sich die restlichen Kanareninseln vollkommen dem Massentourismus gewidmet haben. Zu dieser Zeit hat sich El Hierro entschieden, die Kultur und die Tradition beizubehalten. El Hierro hatte zu dieser Zeit sich angefangen, eine große Weingenossenschaft aufzubauen, hat eine Käsegenossenschaft aufgebaut, außerdem ein Schlachthof und hat sich dann entschieden, einen Tourismus zu entwickeln, der respektvoll ist und der eben Landwirtschaft und Viehwirtschaft, all diese Sektoren, die eben auf El Hierro wichtig sind, mit einbezieht. Zu Beginn der 90er Jahre war geplant, auf El Hierro eine Satellitenabschussbasis zu errichten als ein neues und interessantes Projekt. Zu dieser Zeit gab es auf der ganzen Insel eine große Debatte, ein großes Gespräch darüber, ob es sinnvoll ist, diese Satellitenabschussbasis zu errichten. Dies führte zu einer Debatte, die 3 Jahre lang dauerte und zu folgendem Ergebnis führte, dass einerseits diese Satellitenabschussbasis dies zu Problemen führen würde hinsichtlich der Konservierung der landwirtschaftlichen und des landwirtschaftlichen kulturellen Erbes der Insel. Auf der anderen Seite dies aber auch ein großes Einkommen darstellen würde, allerdings nur für eine kleine Gruppe der Inselbevölkerung. Darüber hinaus würde das aber auch sehr viele Gefahren, sehr viel Verseuchung mit sich bringen, sehr viel Belastung für die Insel, und zwar für den größten Teil der Insel. Es wurde gegen diese Satellitenabschussbasis abgestimmt und es entstand die Frage, ja, was ist es, was wir denn wollen, was ist es, was wir unterstützen würden. Und es entstand die Entscheidung,
es entwickelte sich die Entscheidung, dass wir eine Selbstversorgung auf der Insel wollen, ja, dass die Insel eine nachhaltige Entwicklung anstrebt, die alle Bereiche des Lebens mit einbeziehen, die Landwirtschaft, das Wasser, den Verkehr, die Ernährung, im Grunde die ganzen Lebensbereiche der Bevölkerung. Von diesem Zeitpunkt an begann man mit biologischer Landwirtschaft zu arbeiten, ein Marineschutzgebiet zu entwickeln. Man begann Projekte zu entwickeln mit erneuerbarer Energie und einen nachhaltigen Tourismus zu entwickeln und so weiter. Ich glaube, das war der Beginn dieser Bewegung, die sich daraus entwickelt hat und die auch aktuell sich am Entfalten ist. Dies führte auch im Jahre 2000 dazu, dass die Insel zu einem Biosphärenreservat erklärt wurde. Es wurde eine Vielzahl von Projekten entwickelt, zum einen Recyclingprojekte, Nachhaltigkeit im Umgang mit den Wasserressourcen sowie Nachhaltigkeit in der Fischerei. Das heißt, dass eben es vermieden wird oder abgelehnt wird, mit dem Netz zu fischen, nur mit der Angel gefischt werden kann. Dies wurde alles verbunden mit der Entwicklung eines Tourismus, der respektvoll ist, der auf die Eigenschaften und Qualitäten der Insel Rücksicht nimmt. Das ist in großen Zügen, was sich auf der Insel entwickelt hat seit den Jahren 1990 bis zur Aktualität, bis zur gegenwärtigen Zeit. Können Sie uns bitte mitteilen, was Ihre persönliche Motivation war, mit den ökologisch innovativen Projekten auf Hierro zu beginnen? Die Motivation dazu ist entstanden, während ich im Landwirtschaftssektor tätig war. Wir hatten immer uns Gedanken gemacht, wie wir eine respektvolle Landwirtschaft hier auf der Insel entwickeln können. Auf der anderen Seite aber sollte dies auch Einkünfte bringen und ein gesundes Umfeld entwickeln. Gleichzeitig war auch die Zielrichtung, dass dies eine Landwirtschaft ist, die wettbewerbsfähig ist, wo der Landwirt auch Gewinne haben kann. Wir bildeten eine Vereinigung, eine Gruppierung ökologischer Landwirte auf El Hierro. Wir organisierten Kurse und haben auch außerhalb der Insel an Kursen teilgenommen. Daraufhin wurden auch fortlaufend Kurse über Permakultur auf der Insel angeboten. Die Permakultur ist nicht nur ein rein landwirtschaftliches Projekt, sondern sie schließt auch das Wohnumfeld, das Thema Wasser und so weiter mit ein. Dies ermöglichte uns, einen Entwurf zu machen, wo all diese Techniken und Möglichkeiten miteinander verbunden wurden auf der ganzen Insel. Ausgerichtet darauf, dass eine Aktivität, eine Tätigkeit, die anderen Tätigkeit, ein Bereich, die anderen Bereiche unterstützt. Dabei sollte das Unterprodukt von einem Bereich gleichzeitig Ausgangsprodukt von einem anderen Bereich sein, um somit eine miteinander verknüpfte Wirtschaft zu entwickeln und Synergien. Auf diese Weise sind wir von einem Bereich zum anderen weitergewandert und wir haben nicht nur die Permakultur kennengelernt, sondern auch das Thema Nullemission von Reststoffen, das wir durch das Institut CERIT von Amerika kennengelernt haben. Die Projekte, die sich in den letzten 25 Jahren auf El Hierro entwickelt haben, basieren einerseits auf der Permakultur, auf der anderen Seite basieren sie auf dem Konzept, keine Reststoffe auszuwerfen. Das hat sich
in letzter das hat sich weiterentwickelt zu dem Projekt Wirtschaft des Südens, was von Günter Paul entwickelt und vorgestellt wurde. Ro, 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 mi niño. Ro, 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 ro. Y duérmete, mi niño chico. Duérmete, mi niño chico, duérmete y no llores más. Ro, 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 ro. ¿Y qué proyectos ecológicos están funcionando actualmente y cuáles van a empezar a funcionar este año? Bien, el proyectos que han venido funcionando desde hace mucho tiempo ha sido la reserva marina del Mar de las Calmas. Welche ökologischen Projekte haben schon begonnen und welche Projekte werden dieses Jahr starten? Eines der Projekte, das schon längere Zeit gestartet hat, ist das Schutzgebiet, das Meeresschutzgebiet. Es ist vor 15 Jahren begonnen worden. In diesem Projekt wird versucht, die traditionelle Fischerei in Verbindung zu bringen mit touristischen Aktivitäten und auch mit dem Tauchen. Die Schaffung des Meeresschutzgebietes war eine Aktivität, die von den Fischern selber und zusammen mit der Inselregierung in die Wege geleitet wurde. Hat sich als eine sehr positive Initiative herausgestellt. Es erlaubt, auf der einen Seite das Leben des Meeres zu schützen, auf der anderen Seite sind es ungefähr 50 Familien, die von der Fischerei ihren Lebensunterhalt gewinnen. Weitere Projekte, die schon seit längerem gestartet wurden, ist die Echsenaufzuchtstation, ist das Museumsdorf Guinea, in dem die Kultur und die Geschichte der Bevölkerung auf sehr anschauliche und eindringliche Art den Besuchern vermittelt wird. Ein weiteres Projekt, das auch schon seit langem auf der Insel angelaufen ist, ist Recycling von Papier, Plastik und Glas. Und die Bevölkerung von El Hierro ist sehr aktiv an der Mülltrennung beteiligt. Das ist statistisch gesehen die Bevölkerung von den Kanaren, die am meisten die Mülltrennung betreibt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das Projekt des Windwasserkraftwerkes praktisch abgeschlossen. Es ist das größte Projekt, das wir hier auf unserer Insel haben. Dieses Projekt wird uns nicht nur unabhängig machen im Hinblick auf die elektrische Energie, sondern auch im Hinblick auf die Wasserversorgung. Der Aspekt, dass die Insel sich durch dieses Windkraftwerk unabhängig macht von dem Wasserproblem, ist fast wichtiger noch als das Thema der Energieversorgung, weil sich das Wasserproblem durch die ganze Geschichte der Insel gezogen hat. In der Geschichte El Hierros gab es immer wieder Trockenperioden. Weiterhin gab es eine große Abwanderung von der Insel, auch aufgrund einer Dürreperiode im letzten Jahrhundert. Weiterhin ist die ganze Legende und Geschichte um die Muttergottesstatue auf Spanisch Virgen de los Reyes, die Muttergottes der drei Könige, auf wundersamen Regen zurückzuführen. Die Inselbevölkerung hat sich aufgrund dieser
wundersamen Regenfälle dann verpflichtet, alle 4 Jahre das Inselfest stattfinden zu lassen, das mit einer großen Bittprozession quer über die Insel beginnt. Das Projekt der Neuzeit, die Windwasseranlage, hat diese beiden Aspekte. Einerseits eben die Sicherstellen von Energie, andererseits das Sicherstellen des Wasserbedarfs. Im Zusammenhang mit der Windwasseranlage wird so viel saubere Energie erzeugt, dass auch Elektroautos angeschafft wurden schon und es geplant ist, noch weitere anzuschaffen, wenn eben dieses Projekt voll in Funktion ist. Vor 3 Jahren wurden schon einige Elektroautos angeschafft und es wird erwartet, dass genügend Energie vorhanden sein wird, um eben den Verkehr von El Hierro mehr auf Elektroautos umstellen zu können. Javier Morales, wir danken Ihnen herzlich für die vielen Informationen und wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute und viel Erfolg mit dem grünen Weg der Kanarischen Inseln. Pues muchas gracias por habernos dado tanta información. Le deseamos lo mejor y mucho, mucho éxito en el, con el camino verde de las Islas Canarias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable.